Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute gerne zeigen, wie ihr euch Tränke des Schadens machen könnt. Und die machen wirklich richtig Schaden. Und deswegen sind auch sehr, ja, ich würde mal sagen, simpel aufgebaut. Dafür braucht ihr einfach einen Trank der Heilung. Den packt ihr euch hier in den Braustand. Ihr könnt aber auch einen Vergiftungstrank nehmen. Was euch da lieber ist, ist derselbe Effekt am Schluss. Und dann braucht ihr halt ein fermentiertes Spinnenauge. Ja, ganz einfach. Da braucht ihr halt einen Pilz. Ihr braucht einmal Zucker. So. Und ein Spinnenauge. So, und dann habt ihr ein fermentiertes Spinnenauge. So, Dille. So, jetzt hauen wir hier mal das da. Da haben wir das. Dann hauen wir hier das Spinnenauge rein. Und dann braut er uns den Trank zusammen. Und dann hoffe ich mal, dass es gleich dunkel wird. Dann könnten wir das vielleicht mal direkt ausprobieren, wenn hier die Monster auftauchen. Ansonsten, das ist jetzt Stufe 1. Der macht also 3 Herzen Schaden. Sofort Schaden. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht da. Direkt Schaden. So. Und dann können wir das jetzt auch noch eine Stufe höher machen. 3 Herzen. Indem wir einmal Glowstone dabei packen. Dann macht er 6 Herzen Schaden. So, das ist natürlich eine richtig feine Kiste. Besonders wenn ich gegen andere Mitspieler dann antrete. Wenn ich den jetzt selber nehme, würde der Schaden halt bei mir machen. Sollte man also nicht probieren. Auf jeden Fall, wir können da auch noch einen werfbaren Trank dann raus machen. So, jetzt haben wir direkt Schaden 2. Und wenn wir den einen werfbaren Trank raus machen wollen, dann packen wir uns einfach wieder Schwarzpulver oben rein. Das finde ich natürlich dann, ja, ist schon eine feine Sache, wenn ich den werfen kann. Dann kann ich meinem Gegner direkt einen vor die Moppe hauen, aber so richtig. Ist da irgendwas dahin? Sehe ich da was? Hallo? Nein. Hier ist nichts in der Nähe, gar nichts, was uns angreifen könnte. Okay, nicht schlimm. Aber, so, jetzt haben wir direkt Schaden 2, werfbar. So, den können wir dann halt nehmen und können den schön auf unsere Gegner schmeißen. 6 Herzen ist schon eine ganze Menge, wenn man überlegt, dass wir halt, 10 Herzen haben. Dann hat er über die Hälfte an seiner Herzen, sind schon mal verloren. Den Rest kriegt man dann, glaube ich, mit Schwert oder mit dem Bogen dann noch hin. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da wieder ein Stückchen mit weiterhelfen. Und, ich wünsche euch viel Spaß beim Schaden bei euren Gegnern zu machen mit diesen Tränken und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, Tschüssikowski!